Willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Origins. Aber alles vergebens. Es tauchten noch mehr Schiffe auf. Eine gewaltige, brennende Kriegsflotte fiel über sie herein, als käme sie von Mars selbst. Die Besatzung verließ die Kraft, aber die wilden, alles durchdringenden Schreie ihres furchtlosen Kapitäns und der Göttin spornten sie an. Noch mehr Schiffe! Von Osten! Bei Hades Eiern! Das muss die gesamte Flotte dieser Mistkerle sein! Da! Götter und Pisse! Jetzt gilt es, ihr Faulpelze! Sieg oder Tod! Alala! Aufweichmanöver! Eier! Damastes! All ihr Faulpelze, hört her! Es gibt nicht genug Federn, um von diesem Tag zu berichten! Hier, in diesen von Scheiße triefenden Gewässern, schicken wir die Gabinianer in die Unterwelt! Soll das einer erzählen, ohne dass Tränen sein Gesicht hinunterfließen? Die Götter selbst werden ihre Gläser auf uns erheben! Ruhig, alter Mann, nicht die Götter provozieren! Rudert! Achtung! Achtung! Also bis jetzt läuft es schon mal besser wie der erste Versuch. Wir müssen natürlich hier wieder dieses fette Schiff da hinten besiegen. Auf geht's! Normale Fahrt! Achtung! Deckung! Feuer! Achtung! Aua! Was war denn die Kacke? Volle Fahrt! Vielleicht sollten wir doch erst die Kleinen wegmachen. Aua. Lass die Kacke doch mal. Zu Reich! Komm schon! Mehr Geschwindigkeit! Achtung! Achtung! Mann, die können doch mal aufhören, jetzt hier von hinten da immer noch mal reinzuschießen. So, das eine ist, glaube ich, weg. Mehr Tempo! Erhöht die Schlagzahl! Ich weiß nicht, ob das eine da hinten kaputt ist, oder? Und Schlag! Oh oh. Jetzt geh doch runter, du altes Kackschiff. Yes! Sieg! Bei Hermon! Wir sind Helden! Alala! Und genau darum geht es! Alala! Alala! Damit haben wir die Seemission mit Aya geschafft. Herrscherdynastie. Die Dynastie der Ptolemäer war von 332 bis 30 für unsere Zeit an der Macht. Alles klar. Da gibt es noch ganz viel mehr Sachen zum Lesen. Aber wir kommen jetzt eh bald wieder raus. Finde ich cool, dass man zwischendrin Aya spielen kann und auch diese Schiffmissionen hat. Wir
können irgendwann mal, wenn das Let's Play rum ist, dann auch mal so eine Spaßfolge mit Animus Systemsteuerung machen, dass wir uns selber in den God-Mode versetzen oder halt richtig schwer machen. So wurden Foxy das und die Göttin zur Legende nach ihrem Sieg über 10 × 10.000 Gabinianer. Ich sage euch, mir kommen die Tränen, wenn ich nur davon erzähle. Und man sagt, wenn man einer Welle ein Gebet zuflüstert oder in die Tiefe des Meeres, kann man als Antwort ihren Kriegsschrei hören. Alala! Alala! Und so hat es sich zugetragen. Jedes Wort ist wahr. Was für eine Geschichte. Die Göttin hieß Aya und sie ist wirklich eine Göttin. Das war dann wohl auch der einzige wahre Teil. Was ist schon wahr? Im Reich wahrer Größe ist alles erlaubt. Man muss an den Akt der Schöpfung glauben, sonst erleidet man das Schicksal der Gabinianer. Ich mag deine Geschichte, Seni. Obwohl ich nicht weiß, ob du nicht doch vielleicht nur ein Spiel spielst. Geschichte, Spiel, alles dasselbe. Sie gehören zusammen wie die Meere und der Regen. Alala! Jetzt verstehst du! Na dann, Hinterhalt auf See abgeschlossen. Da drüben jetzt irgendwo ein Aussichtspunkt. Okay, hier. Da gehen wir mal dahin als nächstes. Und danach geht es dann in Richtung Hauptmission weiter. Natürlich die nächste Hauptmission in Richtung Gladiatoren-Arena. Die Wagenrennen-Arena haben wir ja schon gesehen. Da waren wir ja schon drin. Der Rachen des Krokodils. Ja, da kümmere ich mich gleich drum. Jetzt muss ich erstmal hier rüber. Okay, da hinten auf den Turm. Neu entdeckt. Shenawab, was auch immer Shenawab ist, aber wir haben den Ort entdeckt. ist das hier Soldatenzone? Ne, scheint nicht so. Kommen wir da hoch? Normalerweise ja, Tempel des Sobek ist das hier. Alles klar. Und hepp. Das finde ich wirklich cool, dass man hier auch so glatte Wände hoch kann, nicht so immer nur an der Stelle, wo irgendwo weiß markiert ist, dass man da klettern kann. So, und hier drauf und synchronisieren. Sieht jedes Mal echt gut aus. Und dann geht's wieder runter in den Palmwedelhaufen. So. Dann, Quests. Hauptquest hier. Rachen des Krokodils. 131 Meter darüber. Und dann, geht's dem nächsten Maskierten so langsam auf die Schliche und dann irgendwann an den Kragen. Hey. Schade, dass man die nicht streicheln kann. Ich würde gerne mal ein paar Tiere streicheln, Hunde und Katzen. Aber geht leider nicht. Gut, da ist die Arena. Die Arena der Gladiatoren. Von hier rekrutiert das Krokodil also seine Privatarmee. Ich muss mehr darüber herausfinden. Mhm. Entschuldigung. Was kannst du mir über diesen Ort sagen? Siehst du das nicht? Das ist eine Arena für römischen Blutsport. Barbarisch, wenn du mich fragst. Aber es hilft den Verzweifelten, ihre Sorgen vergessen zu machen. Früher war es ein Tempel. Man hätte es dabei belassen sollen. Aha. Beridovix, der treue Diener des Todes. Seine Sense wird die Unwürdigen ernten. Alles klar. Herr, wir brauchen mehr Kämpfer. Die sterben alle erschreckend schnell. Bist du der Besitzer? Ja, das bin ich. Felix Martialus. Und wer bist du? Noch so ein namenloser Möchtegern, der nach Ruhm sucht? Ich möchte nur in die Arena. Es heißt, du hättest einen sehenswerten Kämpfer. Mit rotem Haar? Ah, du meinst die gallischen Brüder. Ja, das stimmt. Aber ich kürze das gleich ab, Kameltreiber. Du kannst es dir nicht leisten. Jetzt hau ab, bevor du die zahlende Kundschaft verscheuchst. Herr, der Mann trägt ein Magi-Abzeichen. Ein Met was? Ha, ist mir scheißegal. Kannst du kämpfen?
Du siehst aus wie ein boshafter, räudiger Hund. Nein, ich habe schon eine Ägypterin. Eine Jägerin aus Siva, die dreimal mehr wert ist als du. Sie ist oft am Obelisken im Osten, wenn du dir eine Tracht Prügel abholen möchtest. Das ist der einzige Weg in diese Arena. Kämpfe auf der Straße, dann kann ich einen Gladiator reinbringen. Also, die gallischen Brüder hatten mit dem Mord an Shadia zu tun. Aber warum tun sie, was das Krokodil sagt? Ich muss da rein, um mehr zu erfahren. Der Besitzer erwähnte eine Gladiatorin aus Siva bei einem Obelisken im Osten. Vielleicht kenne ich sie ja. Siva ist ein kleines Nest. Ich sehe sie mir mal an. Genau, das machen wir jetzt. Ich bin schon unterwegs. Die Kriegerin ist am Obelisken in Ost-Krokodilopolis. Und falls sie mich mal Krokodilopolis mal verhaspelt, dann seht sie mir nach. Die militärische Präsenz wird verstärkt. Na, klasse. So, Senju. Wo genau? Am Obelisken hieß es. Dann wird sie wohl auch da sein. Gut, dann schauen wir mal. Wir müssen jetzt... gute Idee. Moin, Jungs. Geht's euch so? Ich weiß nicht, ob die mir was gemacht hätten, aber ich will es nicht riskieren, da einfach ins Krokodilbecken reinzurennen. Muss ja nicht sein. Sorry. Mal fett beim Angeln gestört, den Guten. So. Da ist die Sivanerin. Moment. Sieht aus wie... Sieht aus wie wer? Schön, dich zu sehen. Was führt dich denn in das Fayum? Ich hörte, es sei ein guter Ort für den Erfolg. Hm? Doch, nie hätte ich gedacht, dich hier zu treffen, Kenzer. Was soll ich sagen? Ich folgte dem Ruf der Arena. Ist das zu fassen? Ich bin jetzt eine Gladiatorin. Aber komm, lass uns reden. Und trinken. Na dann, gibt's erstmal eine Freundschaftsparty, so wie es aussieht. Ich sag es dir, Bayek, mein Traum ist zum Greifen da, wenn man mir nur eine Chance gäbe. Ich weiß, ich könnte Meisterin werden. Ich meine Geld, Luxus, Ruhm. Alles, was eine Frau begehrt. Ha? Deshalb kam ich ins Fayum. Um ein neues Leben zu beginnen und das alte zu begraben. Doch ich wurde an den Toren der Arena abgewiesen. Hoho, also hast du es endlich aufgegeben, die Welt auf den rechten Pfad zu führen. Gut, das ist ja auch unmöglich. Felix traut Außenstehenden nicht so schnell. Aber keine Sorge, mit meiner Unterstützung kämpfen wir schon bald Seite an Seite. Erst trinken wir. Und am Morgen gehen wir dann zur Arena und ich stelle dich ordnungsgemäß vor. Oh, es ist schön, dass du hier bist, alter Freund. Ja, ist auch ganz praktisch, dass wir die Gute kennen. Betritt die Arena, wenn du bereit bist. Okay, wir sind bereit. Los geht's. Wieder zurück zur Arena. Na, die tanzen hier. Krokodilopolis ist eröffnet. Ach so, das neue Amüsierviertel. Ich bin aber hier zum Kämpfen, nicht zum Amüsieren. Um die Sicherheit von Krokodilopolis zu gewähren, ist es nötig, die griechischen und ägyptischen Einwohner zu trennen. Ja, ja, bla bla. Die immer mit ihren Griechen und Ägypter trennen und die reichen Griechen, die armen Ägypter. Da läuft irgendwas schief. Aber gut. Was bist du denn für einer? So, da ist die Arena.
bisschen baufällig, aber gut. Und ich hoffe, wir kommen da jetzt rein. Ich möchte diesen Mann als meinen Partner. Dann trifft es sich gut, dass der Iberer gestern von den Löwen zerfleischt wurde. Ich habe vielleicht etwas frei. Und wenn Kenza für dich bürgen kann? Hm? Ihr braucht aber einen Namen, wenn ihr als Duo kämpfen wollt. Wie wäre es mit die Sivanischen Krieger? Ich glaube, die Beschützer von Siva wäre treffender. Ist das einprägsam genug für dich? Ah, es gibt Schlimmeres. Kommt rein. Na dann, na, die Beschützer von Siva also. Und jetzt bin ich gespannt, was so abgeht. Schauen wir mal, ob wir unsere Waffen behalten dürfen. Hier. In der Arena wird dich kein Pharao oder Gott beschützen können, Magi. Warum ist meine Stufe zu niedrig? Hier wirst du voraussichtlich sterben. Mach es dramatisch, den Zuschauern zuliebe. Solltest du wieder erwarten, überleben, erwarten dich viel Ruhm und Ehre. Und eine neue Chance zu sterben. Klasse. So ist das kurze, aber glanzvolle Leben eines Gladiators. Also gut, wen haben wir? Ah, da ist Kallistos. Kallistos, ein ehemaliger Soldat des Ptolemäus, der glaubt, er könne mit dem Schwert umgehen. Horus, er war mal mein bester Kämpfer, doch das Alter ruiniert uns alle. Jetzt ist er kaum besser als ein Nachttopf. Er bildet die Anfänger aus. Ist die Rüstung aus Ptolemäus' Armee? Die meisten Kämpfer können sich keine eigene Rüstung leisten. Und wenn, dann hält sie nicht lange. Die Armee vermisst ein paar einzelne Rüstungen nicht. Und es sieht so schön authentisch aus. Aha. Apropos authentisch. In der Arena benutzt du die Waffen, die ich dir gebe. Es gibt keine Ausnahmen. Kenza kennst du ja bereits. Mhm. Ihre glühende, doch fragwürdige Empfehlung brachte dich her. Bayek, Krokodilopolis begrüßt einen neuen Kempten. Oder einen neuen Sack voll Blut und Scheiße. Ich will ihn kämpfen sehen. Und wer wäre dafür besser geeignet als die, die ihn empfohlen hat? Na, wie wär's? Bereit, das Schwert zu ziehen, alter Magi? Mal sehen, ob du was gelernt hast. Trainiere mit Kenza. Aua. Nicht schlecht, alter Mann. Ist das auch alt? Nick, ich dachte, ich hätte den. Du brauchst mir Stil. War jetzt nicht so schwer. Aber du langst ganz ordentlich zu für einen Wüstenhund. Nun gut, Kenza. Du hast einen neuen Partner. Wir öffnen bald die Tore. Seid bereit. Ja, ich bin ready. Ich hoffe nur, ich kriege eine Waffe, mit der ich was anfangen kann. Das ist das Pack, das Felix uns zum Fraß vorwerfen will. Eine kümmerliche Mahlzeit, mein Bruder. Ja! Ich werde dir die Nüsse abschneiden und stopf sie dir in den Hals. Das größte Hindernis auf dem Weg zum Ruhm. Die gallischen Brüder. Ich weiß, wer sie sind. Ja, die treffen wahrscheinlich auch noch in der Arena. Aber ich glaube nicht zu Beginn. Okay, jetzt haben wir so ein Gammelschwert. Gut. Wir sprechen mit ihm und dann geht's los. Wir sind soweit. Wirklich? Alle glauben, sie wären bereit, bis sie was aufs Maul kriegen. Ihr kämpft zuerst gegen ein paar Neulinge. Wenn ihr überlebt, werden wir weitersehen. Zwei, die trotz geringer Chancen kämpfen. Die Zuschauer lieben unfaire Kämpfe. Enttäuscht sie bloß nicht. Oder mich. Alles klar, betritt den Kampfbereich der Arena. Juhu. Hi Leute, was geht ab? Wo sind unsere Gegner? Wollt ihr unser Blut sehen oder deren Blut? Egal, Hauptsache Blut. Hier gibt es keine Unschuldigen. Halt dich bloß nicht zurück, Bruder.
Okay. Tun das sicher auch nicht. Jeder von uns hier kennt das Risiko. Du hast dich hier schon sehr gut angepasst. Kannst du denn nicht ihre Blicke sehen? Oh, sie bewundern mich, Balk. Die Männer, die Frauen. Ich habe alles, was ich mir wünsche. Das war ein guter Anfang. Die beiden Wüstenratten sind zäher, als sie aussehen. Liebe Götter, das war mir zu knapp. Kämpf so weiter, alter Freund, und wir werden einem reichen Patron auffallen. Und was dann? Dann eröffnet sich eine Welt neuer Möglichkeiten. Die besten Gladiatoren erhalten Spezialaufträge und machen mehr Geld, als du dir vorstellen kannst. Dann machen wir mal auf uns aufmerksam. Ja, ich bin gerade schon auf bestem Wege dabei, denke ich. Aua. Ja, komm, hau ihn von hinten. Okay. Erste Runde erledigt. Ein Sieg für die Beschützer von Siva! Die neuen Lieblinge der Arena. Wer weiß, wie weit sie noch kommen werden? Tja, das ist eine gute Frage. Euch zwei zusammenzustecken war eine meiner besten Ideen. Die Menge liebt euch. Ich sagte doch, wir sind zu hören, bestimmt, Felix. Zu hören? Langsam, langsam, Fräulein Sandfloh. Es liegt ein weiter Weg vor euch. Ihr seid noch lange kein Titelanwärter. Ihr könnt nicht gegen die gallischen Brüder kämpfen, nur weil ihr ein paar armselige Neulinge besiegt habt. Obwohl ich ehrlich gesagt hoffe, dass ihr es schafft. Du gehst mir echt ganz schön auf die Nerv. Was müssen wir tun, um gegen sie anzutreten? Bei den Göttern, jetzt du auch? Konzentriert euch auf die nächste Runde! Und weil ihr mich nervt, gibt's diesmal Löwen obendrauf. Sie haben tagelang nichts gefressen. Und ihr seid ihr Futter. Kommt, wenn ihr bereit seid. Na, klasse. Wenn es stimmt, was Kenzer sagt, könnte jeder der Gladiatoren für das Krokodil arbeiten. Vielleicht gibt es hier Beweise für die Aufträge der gallischen Brüder. Und auch für die Identität ihres Patrons. Gut, da würde ich sagen, machen wir dann aber erst in der nächsten Folge weiter. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Sehen uns dann wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.